Hallo von einer Baustelle in Mannheim. Und hier werden heute Dachflächenfenster an die Luftdichtung angeschlossen. Und neben mir steht Zimmerermeister Alexander Erni. Und die Frage ist, wo liegt die Schwierigkeit? Auf was muss ich achten? Es ist im Prinzip wieder wie überall bei der Luftdichtung. Fläche kann jeder, in dem Fall der seitliche und der untere Anschluss. Das ist alles überhaupt kein Problem. Die Schwierigkeit kommt in den Ecken. Das Problem dabei ist, ich habe hier mal so eine Schablone dabei. So sieht nachher das Innenfutter vom Dachflächenfenster aus. Das heißt, jetzt remmel ich dich ein bisschen an. Das heißt, das Innenfutter geht hier winkelrecht runter, dann waagrecht rüber. Und genauso muss eben auch die Luftdichtungsbahn verlaufen. Und wie habt ihr das dann gelöst? Dadurch entstehen einfach hier oben relativ schwierige Ecken, für die es auch keine vorgefertigten Klebebänder gibt. Das Problem dabei ist, wenn sich die Dachneigung auch nur um 1 Grad ändert, wird das Klebeband schon wieder nicht mehr passen. Das heißt, hier muss man immer individuell vorgehen. Dabei das Beste ist es Nummer 1, weil es eben flexibel sich überall anschmiegt. Viel Platz dabei lassen, die Ecken, man sieht es hier, die Bahn auch ein bisschen lockerer verlegen, eben damit das Klebeband auch Platz oben drin hat, trotzdem das flexible Klebeband, damit es eben auch jederzeit luftdicht hält. Okay. Und gibt es noch eine Schwierigkeit oder war es das, auf was ich achten muss? Also ist das, wenn du sagst sozusagen, hey, wenn ihr ein ein Dachflächenfenster einbaut, das ist so mein Tipp, oder gibt es noch einen Tipp, wo du sagst, hey, das ist noch, da habe ich selber mal, muss ich selber mal drauf kommen? Ganz klar am Anfang, wie ich die Folie einschneide. Also ich würde immer darauf achten, dass man die Folie erst hier einschneidet, damit man den Lappen umlegen kann und das schon hat. Da muss man nachher nur noch hier ein Passstück einsetzen. Ansonsten, wie gesagt, auf die Ecken achten, dann ist eigentlich alles gut. Super, vielen Dank. Und wenn Sie mehr darüber wissen wollen oder über die Arbeit von Alexander Erni, dann schauen Sie hier auf den Link, der unter diesem Video verlinkt ist. Und mehr zu ProKlima und Luftdichtungsbahnen erfahren Sie auf www.proklima.de.